Bereitet schon mal die Taschentücher vor, denn heute haben wir für euch die traurigsten Momente in Pixar-Filmen. Los geht's! Nummer 5. Jessie's Story, Toy Story 2. Pixars Toy Story 2 beinhaltet viele traurige und herzzerreißende Momente. Die Geschichte von Jessie ist wahrscheinlich eine der traurigsten in Pixar-Filmen. Und die musikalische Untermalung mit Sarah McLachlan's When She Loved Me macht das Ganze nicht besser. In Toy Story 2 wird Woody von einem Spielzeugsammler entführt, worauf Buzz und die anderen ihn retten müssen. Als er nicht damit fertig wird, dass Andy umzieht und ihn vergessen würde, trifft er Jessie. Sie gehörte einst einem Mädchen namens Emily. Die beiden waren unzertrennlich, bis das kleine Mädchen aufwuchs und älter wurde und ihr Lieblingsspielzeug vernachlässigte. Dies geht sogar so weit, dass das Mädchen ihr einst so liebgewonnenes Cowgirl-Spielzeug verschenkt. Nummer 4. Coras Tod in Findet Nemo. Die erste Szene in Findet Nemo brach wohl die Herzen aller Zuschauer. Die Künstler von Pixar wissen, wie sie uns zum Weinen bringen, und das tun sie auch. Zu Beginn des Films treffen wir Nemos Eltern, Marlin und Cora, vor seiner Geburt. Sie bewundern die vielen Eier, welche jeden Moment schlüpfen können. Plötzlich nährt sich ein Barracuda und verschlingt Cora und einen Großteil der gelegten Fischeier. Marlin wird bewusstlos und muss später entdecken, dass Cora und fast all ihre Kinder gestorben sind. Nur eins ist übrig geblieben, Nemo. Und Marlin verspricht, dass ihm niemals etwas Schlechtes zustoßen wird. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Wall-E vergisst Eve aus Wall-E. Pixars Wall-E beweist, dass eine Liebesgeschichte zwischen zwei Robotern jeden zum Weinen bringen kann. Wall-E beinhaltet eine der traurigsten Filmszenen überhaupt. Der Film von 2008 spielt auf der Erde, die hunderte Jahre in der Zukunft von dem Menschen verlassen wurde. Wall-E ist ein Müllpressroboter, aber der einzige, welcher noch funktioniert. Bald trifft er auf Eve, den Roboter seiner Träume, und verliebt sich sofort. Sie weist ihn zunächst trotz seines Charmes zurück, aber im Laufe der Zeit kommen sich die beiden näher. Wall-E wird schwer beschädigt und Eve kann ihn reparieren. Aber sein Gedächtnis und seine Persönlichkeit sind verschwunden. Er erinnert sich nicht mehr an Eve, die Liebe seines Lebens. Das bricht das Herz von Eve und wohl jedem Zuschauer. Nummer 2. Die Verbrennungsanlage, Toy Story 3. Im Kinosaal blieb wohl kein Auge trocken, als Woody, Buzz und ihre Freunde ihren Überlebenskampf in der Müllverbrennungsanlage aufgaben. Stattdessen hielten sie als Familie zusammen und waren bereit, ihr Schicksal und Ende zu akzeptieren. Toy Story 3 wurde am 18. Juni 2010 veröffentlicht und wurde mit positiven Kritiken und Preisen geradezu überschüttet. Nicht zuletzt aufgrund der fantastischen Synchronsprecher in der englischen Originalfassung mit Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton und vielen anderen. Außerdem war Toy Story 3 einer der kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres 2010. Die Szene in der Müllverbrennungsanlage ist eine der traurigsten Szenen der Filmgeschichte, in der Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge versuchen, ihrem Ende in einem Ofen zu entgehen, aber sich schließlich die Hände halten und ihr drohendes Schicksal akzeptieren und auf ihr Ende warten. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1 und der Liebesgeschichte von Carl und Ellie aus Oben. Kinobesucher auf der ganzen Welt waren gleich zu Beginn des Films Oben zu Tränen gerührt, als uns der Film die Liebesgeschichte von Carl und Ellie erzählte. Der Film wurde als nur einer von zwei Animationsfilmen als bester Film bei den Oscars nominiert. Der Film handelt von Carl, einem Witwer, welcher tausende Ballons an seinem Haus befestigt, um den Wunsch seiner verstorbenen Frau zu erfüllen, eine Abenteuerreise zu unternehmen. Die Eröffnungssequenz erzählt die herzzerreißende Geschichte von Carl und Ellie. Sie folgt beiden von ihrer Kindheit an bis zu ihrer Hochzeit. Sie zeigt aber auch, dass sie keine Kinder bekommen können und Ellie daran verzweifelt. Beide kommen aber darüber hinweg und sparen für eine Reise nach Südamerika. Allerdings kommen sie nie dazu und beide werden gemeinsam alt. Schließlich wird Ellie krank und stirbt, womit sie Carl alleine zurücklässt. Wohl der traurigste Moment überhaupt. Hier könnt ihr euch noch die traurigsten Momente in Videospielen anschauen. Auch ein sehr interessantes Video. Zum Ansehen einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.